Hallihallo, hier kommt geschwind unser kleiner Zeo, das Zebrakind. Ho, 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 ho. Triff Mama, Papa und Uroma, Oma und Opa sind wunderbar. Ho, 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 ho. Wir schauen bei Zeo rein, dein Freund will Zeo sein. Wir schauen bei Zeo rein, dein Freund will Zeo sein. Zeo und das Iglu. Denn hier im Zimmer so hell? Oh. Sieh dir das an, Pock. Komm doch mal her. Es hat geschneit, das finde ich ja toll. Wow! Weißt du was? Das wird heute ein ganz toller Tag. Das wird Spaß machen, im Schnee zu spielen. Es hat hier so viel geschneit, dass ich jetzt echt nicht weiß, wie wir aus dem Haus kommen. Ach, ich habe eine Idee. Oh Mann, so viel Schnee habe ich wirklich noch nie gesehen. Oh. Oma. Sag mal, warum ist es denn hier unten so kalt? Da sieh doch mal, der viele Schnee. Oh, ach so, ich verstehe darum. Ja, also ich glaube, ich gehe wieder ins Bett. Da ist es schön warm und gemütlich. Mhm. Guten Morgen, mein Schatz. Ich dachte, dass du draußen im Schnee spielen würdest. Wir kommen nicht raus. Ach du meine Güte, ich wollte doch gleich einkaufen gehen. Wie komme ich denn hier raus? Wir müssen den Schnee einfach wegräumen. Das ist wirklich eine sehr gute Idee. Okay, fertig. Puh, das hat so lange gedauert. Ich bin froh, dass du mir geholfen hast. Vorn haben wir das Haus freigeschaufelt. Nun ist das Auto dran. Ich helfe dir. Das ist sehr lieb von dir, aber das schaffe ich schon allein. Ach, Opa schaufelt gerade die Hintertür frei. Ihm könntest du vielleicht helfen. Mach ich. Brauchst du vielleicht Hilfe, Opa? Ach ja, das wäre gut, Zeo. Das ist wirklich sehr anstrengend. Nein, 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 so geht das nicht. Wenn alle Türen offen stehen, wird es hier im Haus viel zu kalt. Ihr müsst die Türen immer schön zumachen, ja? Gut, das machen wir, Oma. Also, wir haben hier so viel Schnee, dass wir auch in einem Iglu wohnen könnten. Da wäre es auch wärmer. In einem Iglu? Was ist denn das? Das ist ein Haus, das aus Schnee gebaut wird. Und wieso wäre das wärmer? Naja, weil sich die Luft erwärmt, wenn man erst mal drin ist und nicht mehr entweichen kann. Ach echt? Das ist ja toll. Ich suche mal ein Bild von einem Iglu, Pock. Hier ist ganz bestimmt eins drin. Ja! So sieht also ein Iglu aus. Das muss ja toll sein, da drinnen zu spielen. Und wir haben auch genug Schnee, um eins zu bauen. Aber hier steht gar nicht drin, wie man das macht. Das ist ja blöd. Ich krieg das auch so hin. Hier wäre doch ein guter Platz für ein Iglu, oder? Aber wie fange ich denn an? Also ein Iglu ist kuppelförmig. Dann fange ich jetzt einfach mal mit der Kuppel an. Die Kuppel ist fertig. Aber wie soll ich denn jetzt da reinkommen? Ach, ich werde einfach ein Loch machen. Das geht nicht, der Schnee ist zu fest. Nein, so komme ich einfach nicht weiter. Und ich habe schon eiskalte Hände. Oh. Komm, wir gehen uns erstmal aufwärmen. Und nachher starten wir nochmal einen Versuch.
So, mein Junge, gleich wird dir wieder warm. Ja, vielen Dank, Oma. Wenn wir uns aufgewärmt haben, dann gehen wir wieder raus und versuchen nochmal ein Iglo zu bauen. Aber willst du denn wirklich nochmal raus in die Kälte, um es wieder zu versuchen? Ja, natürlich, Oma. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie man ein Iglo bauen muss. Ich habe falsch angefangen. Ich muss von innen nach außen bauen. Und jetzt fangen wir hier an. Ach, Manu. Iglo, Iglo, Iglo. Wie baut man denn nur ein Iglo? Du solltest dir erstmal einen Keks nehmen. Dann wird dir schnell warm. Danke, Oma. Hey, Kreise. Vielleicht geht das so. Die erste Schicht hätten wir. Gleich kommt die nächste. Was ist denn los? Oh nein, das ist aber schlecht. Da sind ja so viele Löcher in der Wand. Und das bedeutet, dass die Kälte in das Iglo eindringt. Und ich dachte, dass ich eine gute Idee hätte. Dir wird bestimmt gleich wieder warm, Theo. Das ist mein dickster Schal. Ich möchte so gern ein Iglo haben, Oma. Dann könnte ich den ganzen Tag im Schnee bleiben, ohne zu frieren. Theo, willst du etwa aufgeben? Ach, ich weiß nicht, Oma. Na, Theo, wolltest du nicht ein Iglo bauen? Ich habe es wirklich ein paar Mal versucht, aber es ist mir einfach nicht gelungen. Ich habe eine große Kuppel gebaut und Wände aufgestellt. Ich habe Schneebälle benutzt. Steine. Was? Wie bitte? Na, du musst versuchen, ihn aus Steinen zu bauen. Steine aus Schnee, verstehst du? Häuser werden mit Steinen gebaut. Und die bleiben auch alle stehen. Und es sind auch überhaupt keine Löcher drin. Okay, du hast recht, Opa. Aber wie macht man denn sowas? Du suchst dir zuerst mal irgendwas, worin du sie modellieren kannst. Was nehme ich denn, um Schneesteine zu bauen? Der Schuhkarton hat die richtige Form. Aber leider ist er aus Pappe. Der würde ja total durchweichen. Ach, du meinst meine Federtasche? Nein, nein, die ist doch viel zu weich. Aha, ich weiß schon was. Ich nehme einfach meinen Eimer und den Spaten. Jetzt baue ich das Iglo. Es wird ganz schnell fertig sein. So, nun pass auf, Pock. Jetzt werde ich es hinbekommen. Ja, es funktioniert, Pock. Hey, das kitzelt. Oh nein, das Iglo wird total vollgeschneit sein, bevor ich damit fertig bin. Du darfst nicht aufgeben, Theo. Denn ich glaube, ich habe da eine sehr gute Idee. Solange es schneit, wäre es das Beste, wenn wir ein Zelt benutzen würden. Wir könnten es aufbauen und uns hineinsetzen und warten, bis es aufhört zu schneien. Oh ja, das ist eine tolle Idee. Aber weißt du, in einem Iglo zu sitzen, würde ich aufregender finden. Es ist fertig. Jetzt gehen wir mal rein. Es ist ja viel kälter, als ich gedacht habe. Ja, so warm wie in einem Iglo ist es nicht. Ach, vielleicht sollten wir doch lieber ins Haus gehen. Hey, Opa, sieh doch mal. Ist ja nicht zu fassen. Das sieht ja schon fast wie ein Iglo aus. Wenn es so weiter schneit, dann ist es auch sowas wie ein Iglo. Weißt du was? Ich hol gleich mal Elzi. Ja, ist gut. Und ich mache uns in der Zwischenzeit eine heiße Schokolade. Sieh mal.
mal. Toll, das ist der Super-Zeo. Wie hast du das gemacht? Opa hat mir geholfen. Jetzt können wir im Schnee spielen, ohne dass wir dabei frieren. Komm rein! Hier drin ist es ja gar nicht so kalt wie draußen. Na, darf ich reinkommen? Ja, natürlich, Opa. Wisst ihr was, meine Lieben? Ich habe heiße Schokolade und was zu essen mit. Ist ja super! Hey, ich mag mein Iglo. Es ist doch einfach toll. Na, Pock, ist es dir etwa da oben zu warm? Dann solltest du rausfliegen und dich ein bisschen abkühlen.